Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dawn of Man. So, wir sollten jetzt, glaube ich, erstmal keine Aufträge raushauen. Aus diesem simplen Grund, es wird gerade abgeerntet. Und wir sind schon fast in der Mitte des Herbstes, ne? Und wir haben ja erfolgreich gejagt. Jetzt tragen die natürlich auch noch das ganze Zeug irgendwie zu uns. Ich meine, wir können ja froh drüber sein. Aber da können wir jetzt erstmal keine neuen Aufträge vergeben. Oh, wartet mal. Ach so, das sind sie auch schon dran. Sehr gut. Passt, 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 passt. Ja, dann müssen wir die Leute erstmal machen lassen. Wobei ich vielleicht doch ein paar Aufträge geben könnte, nämlich im Sinne von, baut vielleicht noch zwei, drei so Wegen. Oder besser gesagt, Schlitten. Ich hau das mal raus. Er geht bestimmt sowieso bald welche kaputt. Oh nein. Wo ist er denn? Da ist er. Erwachsener Mann. Ne, der ist RIP. Guckt euch das doch mal an. Der ist sowas von RIP. Das heißt, wir werden gleich wieder jemanden verlieren. Oh Mann. Also im Moment haben wir kein Glück. Die Alten sterben weg und wir haben, wie ihr sehen könnt, viele, viele Alte. Ach, so Schande. Ja gut. Da haben wir im Moment wohl ein bisschen Pech. Kannst du nichts machen. So, was könnten wir kaufen? Wir könnten einmal die Pfahlherstellung kaufen. Da würde ich glatt ja sagen. Das Ding, Zeugs würde ich auch ganz gerne kaufen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie hier 268 herkriegen. Verkaufen wir mal ein paar gammelige Knochenspeere. Braucht doch sowieso keiner. So, das Zeug ist weg. Dann hier die Schleuder, die wollte ich schon ewig weg haben. Die brauchen wir nämlich definitiv nicht. So, was können wir denn noch loswerden? Ich glaube, wir müssen jetzt echt noch Harpunen verklopfen. Ja. Und wartet mal, können wir nicht noch Leinen und Leinenstoff irgendwie raushauen? Ja, können wir. Passt. Da können wir ja sogar hier noch eine Hülsenfrucht kaufen. Das wäre noch ein Schaf, das braucht man nicht. Hautoutfit braucht man irgendwie auch nicht. Okay. Passt. Gut, damit hätten wir das nächste freigeschaltet. Wissen. 12. Können wir eigentlich mal das freischalten und dann können wir hier sparen. Auf Kupfer schmelzen. Und dann geht es so richtig ab. Aber wir haben in letzter Zeit, glaube ich, wenn die Händler kommen, echt ein bisschen Pech. Denn wir kriegen irgendwie kaum Feuersteine. Das ist schon ein ernstes Problem. Das müssen wir mal gucken. Unser Mr. Infektion wird jetzt wahrscheinlich jeden Moment dahin gerafft werden. Dieses Timing. Bestes Timing. Ja, genau. Erstmal schön ein bisschen was trinken, währenddessen da der alte Typ nebendran gestorben ist, läuft bei uns, läuft bei uns. So. Ich hätte nochmal ganz kurz pausieren und dann sehen wir uns nochmal um, wie es jetzt aussieht mit den Tieren. Es werden immer mehr, immer mehr, immer mehr. Hier hinten haben wir. Oha! Wir müssen eine Jagdcrew dann losschicken, wenn wir fertig abgeerntet haben. Wir müssen da hinten die ganzen Höhlenlöwen töten. Ansonsten sieht das, glaube ich, hier ganz gut aus. Lauter Schweinchen, anderes Getier. Hier hinten haben wir Wölfe. Das heißt, die müssen wir dann auch umboxen. Ja, aber das machen wir im Winter. Sieht gut aus. Was haben wir hier? Ach, ein Bison. Ja, nee, ist okay. Schaut mir jetzt mal vierfache Geschwindigkeit. Jetzt, ich sag's ja, jetzt geht's los, ne? Jetzt geht's los. Jetzt sterben sie alle. Jetzt sterben auch noch unsere Hunde. Hey, was ist denn gerade los? 7 Hunde sind am Abnibbeln. Toll. Naja, vielleicht überlebt sie einer. Ansonsten müssen wir tatsächlich ein paar Wölfe einfangen, ein paar Junge. Dann können wir die jetzt doch nicht alle umboxen. Also, gerade ist ein bisschen so der Wurm drin, habe ich das Gefühl. Oh, süß, guck mal. Das ist ja putzig gewesen.
Tja. Schauen wir mal, was mit den Tieren ist. Vielleicht überleben es ja ein paar Junge. Ansonsten haben wir bald jede Menge Fleisch. Geräuchertes Fleisch, da kriegen wir noch was. Ja, es läuft gut. Es läuft sehr gut sogar. So, wie sieht's hier aus? Ja. Der Speicher wird so langsam voll. Ich hoffe, dass die Heinis jetzt hier mal wieder so ein bisschen. Ja, genau. Nehmt doch mal diese ganzen Schlitten. Ist das Ding schon voll? Tatsächlich. Und wir müssen, glaube ich, gleich nochmal einen weiteren Schlitten herstellen. Denn hier werden jetzt jeden Moment ein paar kaputt gehen. Hund ist an einer Krankheit gestorben. Wir pausieren mal ganz kurz. Wir wollen natürlich das gute Fleisch haben. Altes Huhn. Ist altes Männchen. Okay, wir haben also ein paar Hunde, die das überlebt haben mit der Infektion. Passt. Du bist doch auch ein altes Männchen hier. Auch mal töten und essen. Schneesturm, der ja, toll. So viel zum Thema, wir schicken die Leute mal im Winter jagen. Wird wohl eher nicht passieren. Ich hoffe, dass die jetzt nicht so selten dämlich sind und sonst wo rumeiern. Und dadurch draufgehen. Oh, ich würde am liebsten echt hier irgendwie so einen zusätzlichen Alarm haben wollen. Dass man ihnen, den Leuten halt einfach sagen könnte, ne, geht in eure Hütten, verbarrikadiert euch und alles wird gut. Nutzt doch mal mehr Schlitten. Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ich euch hier irgendwie zu selten mit Schlitten hingehen sehe. Da laufen auch noch Leute tatsächlich einzeln hin. Das kann es ja nicht sein. Ne? Ja gut, sowas ist dann schon besser. Da hat er ordentlich was drin. Genau, jetzt lass einfach mal den Schlitten stehen. Das ist eine super Idee. Ey, sag mal, was ist denn mit den Leuten los? Ich weiß echt nicht. Ich weiß ja nicht. Ich hoffe, dass du in der Hütte gehst. Okay, der geht in die Hütte. Das ist gut. Geht auch in die Hütte. Ja, da kannst du die Leute jetzt echt nicht losschicken. Und da ist der Schneesturm glücklicherweise wieder vorbei. Es passt. Können wir wieder auf vierfache Geschwindigkeit schalten. Also irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass die halt mit der Arbeit jetzt nicht mehr so recht hinterherkommen. Ein neuer Mensch ist der Siedlung beigetreten, ja wenigstens etwas. Wir brauchen erwachsene Menschen, sonst werden nämlich bald ganz viele wegsterben. So, wie sieht's hier aus? Was fehlt uns denn da noch? Zweimal dieses Ledergedönse-Zeugs. Ja, das ist halt das Problem, ne? Wir müssen, glaube ich, später dann irgendwie anfangen, dass wir. Ja, dass wir irgendwie selbst noch Kühe irgendwie züchten. Weil dann kriegen wir, glaube ich, doch genug Leder. Und Kühe habe ich, denke ich, noch gar nicht gezüchtet gehabt bislang. Das heißt, es wäre tatsächlich mal was, was man machen könnte. So, ich werde die hier aber jetzt erst nochmal ein Ticken werkeln lassen. Damit die ganzen Aufgaben jetzt so langsam abgearbeitet werden. Sind die Felder jetzt endlich leer? Die Felder sind endlich leer. Es ist unglaublich. Das heißt, die sind jetzt doch, bisschen hinterhergekommen mit der Arbeit, die sie tun sollten. Na, immerhin etwas. So wie es jetzt hier aus. Hier wird hier fleißig produziert, hier wird fleißig produziert. Da kann man sich gar nicht beschweren. Wie sieht's aus beim Ausstatter? Eigentlich gut.
Jetzt ist die große Frage, brauchen wir diese Leder-Outfits noch, wenn wir hier eigentlich schon so Leinen-Outfits haben? Eigentlich nicht, ne? Wir machen das mal weg. Wir brauchen keine Leder-Outfits mehr. Und ein neuer Mensch wurde geboren. Sehr schön. Das sind Dinge, die liest man gerne. Dann wäre es jetzt eigentlich auch mal wieder an der Zeit, dass wir uns ein paar Jungs und Mädels schnappen. Und die einfach mal so zum Jagen schicken. So. Paar. Vier. Naja, gut. Schicken wir mal wieder eine Rentner-Crew los. Jetzt müssen wir uns mal umsehen. Das kann ja jetzt nicht sein. Ah, hier unten. Hier sind sie. Ich hoffe, dass wir das überleben. Wenn nicht, ist es nur Rentner. Und schön, hier steht mal wieder ein Wagen mitten in der Wallerei rum. Mensch, Jungs, gebt mal ein bisschen Gas. Oh, toll, er kommt uns wenigstens entgegen. Das passt. Kurz pausieren. Umsehen. Wo haben wir noch was? Da haben wir noch was. Dann kloppen wir nämlich gleich die ganzen Heinis hier weg. Das war sehr gut. So. Dann gehen wir mal hier ran, weil ich echt keinen Bock habe, dass die uns die ganzen tollen Nutztiere irgendwie wegfressen. So, ich schau mal schnell auf zweifache Geschwindigkeit. Wir haben keine Feuersteine. Erschreckend. Halt. Wenn wir sowieso schon auf dem Weg sind, gehen wir erstmal dahin. Ja, seht ihr, das ist der Mist. Die fangen halt jetzt schon wieder das Jagen an. Aber netterweise kommt er uns entgegen. Jetzt fangen sie auch endlich mal das Rennen an. Wartet mal, wir müssen hier kurz pausieren und dann kloppen wir den weg. Sehr schön. Wir müssen hier echt mal für Sicherheit sorgen. Jetzt schwimmt der andere natürlich wieder. Oh Mann, ey. Nein, jetzt rennt halt mal dahin. Mann. Gut. Gut. So, wo ist der andere jetzt hingeschwommen? Hier hin. Oh. Da war noch nicht die ganze Crew da. Okay, es hat gereicht. Also, wir haben jetzt geschafft, dass wir hier die ganzen Löwen getötet haben, oder? Sind hier noch irgendwo welche? Gucken wir uns mal um. Sollte, glaube ich, aber im Moment erstmal ausgereicht haben. Jetzt müssen wir schauen. Hier hinten war irgendwo so ein Wolfsrudel. Ach, das ist ja voll weit hinten. Nee, da komme ich nicht hin. Guck mal, wie weit das weg ist. Nee. Das ist okay. Damit müssen wir erstmal leben. Da schicken wir später Leute hin. Vielleicht im Sommer oder so. Wir lassen die jetzt erstmal hier die Löwen auseinandernehmen. So, ich hoffe, die ganzen Wildschweine und so weiter sind uns jetzt dankbar, dass wir deren Jäger getötet haben. So wie sich das gehört. Wir haben wieder für Sicherheit gesorgt. Oh. Die geben sogar echt viel Leder. Das ist doch sehr willkommen. Ja, ich weiß, dass wir keine Feuersteine haben. Müssen wir halt einfach damit leben im Moment.
Und irgendwo hier hatte ich den Wagen gesehen, ne? Hier hing irgendwo einer. Ich habe keine Ahnung wo. Da oben. Ich weiß ja nicht, wieso den niemand holt. Wartet mal. Geht zu Schlitten. Ich hoffe, dass er jetzt dann den Schlitten mitnimmt. Und dann gehe ich jetzt mit dem Schlitten. Genau, geh mit dem Schlitten schön wieder zurück ins Dorf. Das kann ja nicht sein, dass unser Zeug hier irgendwo sonst wo rumsteht. So. Na, wir haben im Moment echt genügend Zeit, so wie es aussieht. Die haben wenig zu tun. Und können deshalb hier rumlaufen und alles abschlachten. Das ist doch schon mal gut. Sehr schön. Also, wenn wir das ganze Zeug jetzt irgendwie dann zu uns gebracht haben, dann können wir nochmal drüber nachdenken, ob wir jetzt nochmal eine nächste Hunting-Crew quasi rausschicken und die Wölfe töten. Noch sind sie ja nett. Aber es ist ja immer die Frage, wie lang noch, ne? Kommt, wir schicken da jetzt einfach mal Leute los. Schauen wir mal. Ja. Das reicht. Das reicht. Dann irgendwo da hinten waren sie. Hallo? Naja, immerhin zu dritt schon mal. Das ist doch schon mal was. Keine Ahnung, wo der vierte ist. Die jagen definitiv. Da müssen wir echt einschreiten. Hallo? Ich habe gesagt, geht dahin. Dann gucken wir mal, ob wir hier jetzt die Wölfe finden. Ja, da unten sind sie. Alles klar. Wo ist denn eigentlich Nummer 4? Ach, irgendwo da hinten. Immer diese Nachzügler, die dann rum eiern und irgendwie noch was anderes machen. Wartet mal. Alles klar, das lief gut. Dann hauen wir auch noch das hier um. Oder den hier um. Passt. Nee, 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 nee. Fangen? Naja, wobei. Wobei, nee, das will ich nicht. Ihr jagt ihn. Kloppt ihn weg. Passt. Dann kurz pausieren. Dann geben wir dem hier auch den Befehl, dass der auch gejagt wird. Und dann dürften wir hier eigentlich alle erwischt haben. Oder? Nee, haben wir nicht. Da hinten ist noch was. Das sind Bären, aber die machen wir auch gleich noch klar. Wenn wir sowieso schon mal hier sind, ne? Da muss man sich schon drum kümmern. Wo gehst denn du jetzt hin? Ach so. Sehr schön. So. Dann Bär hier killen. Aber die brauchen halt ewig, ne? So, ich hoffe, dass der Mutterbär auch gleich richtig aggressiv wird.
Mutterbär wurde nicht aggressiv. Das ist ein Problem. Da ist schon wieder ein totes Tier. Ja, was bist denn du für eine scheiß Mutter? Jetzt mal ganz ehrlich. Kannst du nicht mal wenigstens deinen Nachwuchs irgendwie verteidigen? Okay, das haben wir gut erledigt. Dann klatschen wir hier auch noch das Ding weg. So, jetzt. Sehen wir uns noch einmal um. Haben wir noch irgendwas übersehen, was uns gefährlich werden könnte oder nicht? Ich denke, wir haben nichts übersehen. Wir haben was übersehen. Hier hinten, das kann doch nicht wahr sein. Okay, wir lassen unsere Leute jetzt hier erstmal, ne, friedlich wieder zurücklaufen und, oh Gott, jetzt müssen die natürlich hier erstmal die Felder bestellen, bevor wir da hinten wieder ausrücken können. Hm. Das ist irgendwie voll die Jagdfolge geworden. Aber gut. Und das ist richtig blöd, wir haben immer noch keine neuen Leute dazu bekommen. Das ist ein ernstes Problem. Kommt da etwa ein Händler? Ich hoffe, dass wir dem ein paar Feuersteine abkaufen können. Ja, Mann. Ich hab's gesehen. Also, was haben die denn so im Angebot? Irgendwie auch nur Müll, ne? Brauchen wir noch ein Schwein? Wartet mal. Wir werden mal ganz kurz pausieren und dann gucken wir mal nach. Wie viele Schweinchen haben wir denn aktuell? Zwei davon ist eins ein Adulttier, eins ein Alttier, eins. Das ist eigentlich okay. Wir müssen mal gucken, was die Schweine kosten. 50, das geht eigentlich klar. Könnten wir eigentlich zwei kaufen. So, was hat er denn noch im Angebot, was wir brauchen könnten? Das hier. Auf jeden. Feuersteinäxte würde ich natürlich auch kaufen. Die haben ja nie Feuerstein dabei. So, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir hier 218 irgendwie herkriegen. Das ist aber, glaube ich, so die geringste Problematik. Wir haben ja noch tonnenweise von den Speeren hier. So. Dann, davon haben wir ja auch immer super viel von den Leinen und so. Da kann ich eigentlich auch immer was loswerden. Schauen wir einer an. Dann können wir noch ein paar getrocknete Fische kaufen. Dann machen wir das voll. Schön. Ja, wollen wir noch ein Schwein kaufen oder reichen dann erstmal zwei? Warte mal, ich kaufe noch ein drittes Schwein. Man muss ein Schwein sein in dieser Welt. Schwein sein. So, was kann ich dann noch loswerden? Ich glaube, ich werde noch ein bisschen mehr von den Leinen los. Da haben wir echt so viel. Wieso haben wir so viel? So, die letzten drei. Hauen wir hier mal so ein bisschen Holz raus. Und die Tierbevölkerung hat 25 erreicht. Ja, super. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn bekommen? Drei Adulttiere und hier zwei Adulttiere. Sehr gut. Das heißt, damit sollte eigentlich unsere Zucht jetzt hier in Gang kommen. Mhm. Kann sich sehen lassen. So, ich lasse die Leute jetzt hier einfach nochmal schön die Felder bestellen. Und dann gucken wir mal. Sieht es eigentlich hier aus? Jetzt gibt mal ein bisschen Gas, Leute. Glaubt man's? Oh, und da sehe ich, dass ich schon wieder bei fast 25 Minuten bin. Und ich habe mir ja vorgenommen, dass ich zukünftig mal ein bisschen vorsichtiger bin, was die Zeit angeht, von den Folgen. Ja, sagte er und lädt heute wieder eine 40-Minuten-Folge Satisfactory hoch. Mhm. Okay. Dann. Oh. Okay. Krass. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und dann bis morgen. Ciao.